Es geht um eine Frau, die begegnen wir auf der ersten Seite. Die ist in Wales, Nordwales, und im Lauf der Geschichte entdeckt man, warum sie in Nordwales ist und warum sie so viele Schmerztabletten schluckt. Ich wollte immer sehr gerne etwas schreiben über Nordwales. Ich kenne Nordwales sehr gut, ich liebe diese Landschaft da. Aber das genügt nicht. Nordwales, ja und? Ja und? Und dann kamen einige Sachen zusammen. Also Nordwales, ein Gedicht von Emily Dickinson, das auch das Motto ist von das Buch und das 61. Kapitel. Und diese Frau. Also die drei Sachen, die kamen zusammen und dann habe ich gedacht, ah, jetzt kann ich anfangen. Etwas mit etwas anfangen und dann geschieht, was geschieht. Dieser Junge zum Beispiel, der, na, ich weiß nicht, wie weit wir dann sind in das Buch, vielleicht Seite 40 oder 50, da kommt eine Junge über die Gartenzaun gesprungen. Ich denke nicht, dass ich schon gewusst hatte, dass es diese Junge geben soll. Alles bedeutet etwas, aber das lerne ich erst, als ich dann Lesungen mache. Und als meine Leser dann sagen, ja, aber warte mal, das, das, das und das in das Buch, das soll doch heißen, das. Und dann denke ich, oh ja, hey, ja, das stimmt ja. Bei Oben ist es still zum Beispiel hat es richtig Jahren gedauert, ehe ich verstanden habe, dass das ein Buch ist, das ich geschrieben habe, wirklich, ja, im Tiefsten, um meine eigene Einsamkeit zu verstehen. Meine Mutter zum Beispiel, die liest meine Bücher nicht mehr. Die hat damit aufgehört. Die sagt, oh, immer alles so traurig und bla. Und dann sage ich, na, Mutti, ich sehe das nicht. Ich finde eigentlich meine Bücher gar nicht traurig. Ich denke eigentlich, dass es immer, ja, es gibt Trost und es gibt Liebe. Was ich, glaube ich, immer versuche in alle meine Bücher, und das ist dann natürlich auch etwas, was ich als Mensch sehr benötige, ist Veiligkeit, Sicherheit. Sicherheit. Ich brauche das als Mensch. Ich bin doch wahrscheinlich ein bisschen oder ein bisschen mehr autistisch, und das ist für mich sehr wichtig. Sicherheit. Ich muss Einschränkung haben. Ich habe auch ganz gerne Grenze. So zum Beispiel das Haus, was ich dann jetzt in der Eifel habe, das auch, da gehört ein Stück Wald dazu beim Grundstück. Und was ich dann eigentlich gleich machen wolle, ist eine Zaun. So richtig ein Zaun um das ganze Grundstück. Nicht um Leute, von meinem Grundstück wegzuhalten, aber das ist für mich wichtig. Also das ist mein Raum und darin bin ich sicher. Warum schreibst du im Allgemeinen? Ja, das ist Oder eine Frage, die ich stelle die mich nicht. Es kommt etwas oder es kommt nichts. Zum Beispiel jetzt habe ich schon fast 4 Jahre nichts geschrieben. Ich habe einfach keine Lust zum Schreiben. So einfach ist es, keine Lust. Ich denke, das kommt doch wieder, weil ich bemerke auch, ich habe jetzt auch einen Hund. Also ich muss ganz viel laufen mit dem Hund. Und dann merke ich doch, dass nach einer halben Stunde, dann gehen die Gedanken. Ohne richtig zu denken, die Gedanken, die wollen gehen. Und ich denke, da kommt doch etwas. Und da in meinem neuen Haus in der Eifel gibt es auch eine neue Anbau, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber in diesem neuen Anbau ist auch ein Aufbau und das wird meine neue Schreibzimmer. Also ich bin doch damit beschäftigt. Aber ich stelle mich einfach diese Frage nicht. Die ist für mich auch nicht wichtig. Und deswegen kann ich auch nicht eine Antwort darauf geben. Ja.